Großes Drama beim Heiratsexperiment, Liebe im Sinn. Ronny Drewling soll seine Verlobte Josie Maloney vor der Hochzeit mit Isabella Detlef betrügen. Eigentlich fängt alles so gut an für die beiden Kandidaten. Sie flashen sich nur durch Hören, Riechen und Fühlen so sehr, dass sie sich blind verloben. Und auch ihre Liebe gestehen sie sich schnell. Umso überraschender kommt dann Ronnys Entscheidung im Finale bei der Hochzeit. Er lässt Josie Maloney am Altar stehen und sagt Nein. Trotzdem verlassen sie die Sendung zusammen. Also Ende gut, alles gut? Nicht ganz, denn nur 3 Tage nach der Ausstrahlung meldet sich die 28-Jährige mit pikanten Details bei ihren Fans. Ronny soll mit Mitstreiterin Isabella eine Affäre haben. Und das, als er noch offiziell verlobt ist. Davon erfährt Josie bereits kurz nach der Hochzeit. Ein Tag nach der Hochzeit wurde mir dann mitgeteilt, dass es Gerüchte gibt, dass Isa was mit Ronny hat. Ich bin aus allen Wolken gefallen. Denn die Studentin ist eigentlich mit Isabella befreundet. Deshalb schmerzt der Betrug gleich doppelt. Aber es ist so widerlich, dass sie mir monatelang eine Freundschaft vorgespielt hat. Und dann fickt sie ja. Sie fickt meinen Verlobten am Tag vor der Hochzeit und nimmt mich am nächsten Tag noch an den Arm. Was für eine widerliche Alte ist das? Doch auch von Ronny fühlt sie sich natürlich hintergangen. Denn er verschweigt ihr die Treffen und lügt Josie über seinen Aufenthaltsort an. Für ihren ehemaligen Verlobten findet sie deshalb auch noch deutlichere Worte. Du bist so ein toxischer Mann. Du bist so toxisch. Du hast sowas von komplex. Das lässt der aber nicht auf sich sitzen und bezieht in einem Statement ebenfalls Stellung. Josie und ich hatten aus meiner Sicht keine Beziehung, sondern waren verliebt ineinander und waren in der Kennenlernphase, wie es auch vom Experiment vorgesehen ist. Für mich war es ein Gefühl von Freiheit nach der Trauung und man war nach Wochen aus der Bubble raus. Diese Freiheit hat mich dann dazu veranlasst, dass ich schauen wollte, was die Sinne zwischen Isabella und mir in der Staffel am Ende waren. Wir haben uns dann 2 Tage getroffen. Danach haben wir nur sporadisch Kontakt gehabt und haben uns persönlich nie wieder gesehen und waren nie ein Paar oder ähnliches. Allerdings zeigt er auch etwas Einsicht und versucht, Verständnis für Josie Maloney aufzubringen. Dennoch möchte ich mich natürlich dafür entschuldigen, dass ich bis zum abschließenden Telefonat mindestens hätte warten sollen müssen, da meine Sicht zum Thema der Beziehung nicht bedeutet, dass es von Josie auch so gesehen wird und damit die Verletzung erst recht gegeben ist. Für mich war es aus den genannten Gründen kein Betrügen, habe es auch noch nie im Leben gemacht, aber ein sehr schlechter moralischer Move. Isabella hält sich mit einem Statement bisher noch zurück. Sie lässt es aktuell auf Mallorca krachen. Dennoch kündigt sie an, sich bald zu den Geschehnissen äußern zu wollen. Ich bin im Urlaub und es hat aktuell überhaupt keine Relevanz. So viel sei aber gesagt, die Hälfte davon ist eine reine Comedy-Show und hat mit der Realität nichts zu tun. Ihr Statement wird also sicherlich nochmal neuen Wind in die Sache bringen und vielleicht ein weiteres Stückchen zur Wahrheit beitragen.